Hey, ich bin Little Confus Brain. Oder einfach nur Yannick. Freunde, wir sind in The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ich habe eine unfassbar beschissene Ausrüstung. Halleluja. Meine Ausrüstung ist 18. Andere Leute gehen hier mit einem Teil rein, was 18 hat. Also insgesamt 3. Ich habe insgesamt 18. Habe echt nicht gut gekocht. Aber alle Titanfähigkeiten. Und heute werden wir einfach mal versuchen, Ganon zu besiegen. Was kann da schon schief gehen? Ich weiß nicht, was da schief gehen könnte. Ich weiß es nicht. Ich sehe kein Problem. Nee. Das wird gut. Das wird da. Warum sind da Punkte? Sie hat Link. Ah, Link. Da ist es. Hallo, Link. Hallo. Hi. Bist du da drin? Ich kann ihn nicht länger aufhalten. Okay. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt da raus? Kommt da jetzt dieser Bowser? Wir sind doch hier bei Super Mario, oder? Muss ich jetzt ein Minispiel machen, dass ich gewinne? Warum muss es eine Spinne sein? Rip in Peace, Yannick. Ich habe noch nicht mal einen Angriff gemacht und das ist schon Rip in Peace. Der ganze Chat sagt, you're so dead. Lol. Aber wir kommen cool angeflogen. Wenigstens das. Das ist etwas. What up? Bitch! Nett siehst du aus. Groß bist du geworden. Verheerung Ganon. Hi. Du hast aber viele Arme. Okay. Damit das klar ist, ich tue das nicht für dich. Ich habe lediglich noch eine alte Rechnung mit Ganon auf. Ha, jetzt kommen die Titanen. Vielleicht muss ich gar nicht kämpfen. Die Titanen machen einfach alles. Bitte. Ja, helft mir. Ich werde sonst untergehen. Dann los, Bruder. Ha! Mal sehen, Yippie. Wie dir das schmeckt, Ganon. Dann wollen wir es mal krachen lassen. Halte durch, Zelda. Gleich ist es durchgestanden. Batz. Cool. Heilige Scheiße. So, jetzt gibt's die geballte Kraft eines Kamihami Genki Damas. Boah, die ziehen den die Hälfte ab. Das ist echt schon heftig. Man kann den ja auch machen, ohne einen einzigen Titan zu machen. Die ziehen den die Hälfte ab. Krass. Finde ich stark. Yannicks letzte Worte, vielleicht muss ich ja gar nicht kämpfen. Ich glaube, wir haben den jetzt nur noch ein bisschen wütender gemacht. Ist das möglich? Bam! Bruder! Da! Der musste jetzt einfach schon seine Titankraft dreimal einsetzen für mich. Das wird so schrecklich. Hey, ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Das ist wirklich mal nicht schlecht. Ich bin nochmal ausgewichen. Bruder, was ist da los? Ich möchte auch nur weiterhin sagen, ich habe noch Mifas Gebet. Och komm, och komm. Ja, was? Jetzt macht er noch Sonne kacke oder was? Ha! Ha! Bruder!
Langsam bitte. Ich habe nicht so viel Ausdauer. Danke. Das haben wir beim letzten Boss gesehen. Der macht ganz schön viel Tohubabohu. Wenn er auf den Boden knallt. Okay. Okay. Er ist back. Auf dem Boden der Tatsachen. Oh nein, 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 nein. Ich weiß, das kann man auch reflektieren, aber das kann ich überhaupt nicht. Deswegen will ich es gar nicht erst versuchen. Ai. Feuer, Feuer, Feuer. Läuft doch super. Bisher ist Bombe. Bisher ist richtig Tutti. Bisher erst halbe Leben verloren. Ey, komm, da bin ich doch gut ausgewichen. Ich hau dir jetzt einfach auf die Möppe. Hau doch ab. Fast. Das hat ihm Schaden gemacht. Sagen wir es so. Ja! Kannst du bitte nicht werfen? Das ist nicht so mein Fall. Ah! Schießen ist auch nicht so cool. Kannst du einfach gar nichts machen? Wie wär's, wenn du einfach stehen bleibst? Oh, was soll denn sowas? Der Tornado-Mado. Da, und noch schießen? Jetzt wird's aber ein bisschen unschön. Moin! Ich hau dir auf die Möppe! Au, war vielleicht nicht ganz so gut. Nehm alles zurück. Jawohl! Gut ausgewichen. Oh oh, was habe ich getan? Es tut mir leid. Nee. Soll ich ehrlich zu euch sein? Ich habe ja schon den Bossfight gesehen und ich weiß, dass der Bossfight einfacher ist, wenn man es schafft, das jetzt gleich zu reflektieren. Und ihm das quasi zurückzuschleudern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, ich kann das nicht reflektieren. Ich habe das nie geübt. Ich habe das auch nie gelernt. Aber deswegen muss ich am besten, so wie ich das jetzt gesehen habe, bei wem... Oh Gott, mein Greenscreen rastet gerade wieder vollkommen aus. Das ist sehr schön. Das liegt halt auch daran, dass meine Lichtverhältnisse hier immer ein bisschen anders sind. Es tut mir sehr leid, Freunde. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Egal, müsst ihr damit jetzt auskommen. Tut mir sehr leid. Ich habe halt schon gesehen, dass wenn man jetzt ganz oft ausweicht und ihm dann perfekt ausweicht, um dann anzugreifen, braucht es zwar länger, aber man kann es halt auch schaffen, ohne einmal zu reflektieren. Und den Weg würde ich halt gerne wählen, um ehrlich zu sein. Weil einen anderen Weg kann ich nicht. Das Reflektieren, das schaffe ich nicht. Da werde ich kläglich bei verrecken. Ja, oder ich werde so verrecken. Auch möglich. So, das war mein letztes Essen. Könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz so gut ist, wenn das mein letztes Essen war. Oh, Alter, der trifft mich ja so schon. Yeah. Wenn ich diese Phase irgendwie überstehe... So überstehe ich das, glaube ich, nicht so gut. Da bin ich doch gut ausgewichen. Da bin ich eigentlich auch gut ausgewichen. Jawohl! Ich habe übrigens... Och, komm! Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Ich wäre auf ihn zugerannt gewesen oder gekommen. Aber bin's nicht... Weil da Feuer im Weg war. Das war jetzt ein bisschen pimmelig. Das macht dir gar nichts, ne? Naja, natürlich tut dir das gar nichts. Oh Mann! Oh, jetzt nicht wieder der Ball.
Well, that's fair. Ich fand's gerade auch ein bisschen blöd. Yay. Ich glaube, First Try wird er auf jeden Fall nicht. Werde ich jetzt einfach mal offen in die Runde sagen. First Try wird's auf gar keinen Fall. Na, wenn ich so spiele, erst recht nicht. Oh, Mann. Fuck, zu früh. Fürs nächste Mal auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Essen machen. Wenn man reflektieren kann, ist es natürlich viel einfacher. Darf ich dir vielleicht einen Vorschlag machen? Gerne. Go for it. Schade. Du musst im richtigen Moment B drücken. Ja, ach was. Das weiß ich. Danke. Aber hey, du bist weit gekommen. Ja, bin ich. Erschreckenderweise. Erschreckenderweise wirklich. Boah, Mann, warum ist mein Greenscreen denn so scheiße? Das regt mich richtig heftig auf. So. War knapp. War wirklich knapp. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so knapp wird. Beim First Try. Wollen wir jetzt einfach nochmal reinrennen? Warum ist mein Masterschwert denn jetzt schon wieder... Jetzt muss ich eine Minute noch warten, damit ich wieder rein kann. Ja, dann warten wir es eben ab. Wenn der die Strahlen einsetzt, dann guck, dass du erst langsam bist und kurz bevor der dahin strahlt, wirst du vielleicht schnell, also sprintest du. So, dass der denkt, puh, ist der langsam. Und dann so, bam, Alter, ich bin The Flash. Großartig. Ah. Es wäre halt auf jeden Fall einfacher, wenn... Habe ich meine Essenssachen jetzt noch? Müsste ja, ne? Ja. Es wäre auf jeden Fall einfacher, wenn ich wüsste, wie man reflektiert. Weil dann kann ich die ganze Zeit einfach reflektieren. Aber das kriege ich halt nicht hin. Das ist das Problem. Da du gespeichert hast, als es noch nicht voll war. Das stimmt. Das mache ich gleich nochmal. Probier es doch mal mit dem Reflektieren. Ich kann es versuchen, nur das Ding ist, ich werde dann hundertprozentig, tausendprozentig einen Hit kassieren, der halt unnötig ist. Den ich am liebsten dann halt durch Ausweichen dann auslagern würde. Weil ich kann dagegen nicht anheilen. Weil eigentlich passiert... Du sagst, da passiert nichts, wenn du... Weil, außer du bist zu langsam. Ja, und ich werde wahrscheinlich zu langsam sein. Das ist das Problem. Das kriegst du schon hin. Ich glaube an dich. Kappa. Danke. So. Speichern wir jetzt noch mal einmal kurz vorher hier. Dann rennen wir noch mal rein. In die Sippe. Jeha! So. Das werden wir jetzt natürlich überspringen. Wir werden uns jetzt nicht diese Sequenz nochmal geben. Das werden wir auch uns nicht nochmal geben. Ich habe gesagt, überspringen. Hallo. So. So soll's aussehen. Dass der halt auch direkt am Anfang für uns arbeiten muss, der Titan, ist eigentlich ziemlich blöd von uns. Oh Gott, ey. Off to a brand new start! Boah. Gut ist auf jeden Fall anders. Vor der Kugel hauen wir jetzt ganz schnell mal ab. Sehr gut. Was war das denn?
Das haben wir das letzte Mal aber noch nicht gesehen. Oh! Boah! Was ein Ausweichmanöver! Boah! Ey, boah! Das war gerade sick. Da kann mir keiner sagen, dass das gerade nicht cool war. Ich hab reflektiert! Bruder, ich habe gerade das erste Mal reflektiert. Okay. Nochmal. Jawoll! Nee, ich habe voll auf die Fresse gekriegt. Das war nicht jawoll. Scheiße. Okay. Wir kriegen das hin, Mann. Wir kriegen das hin. Oh. Wir kriegen das hin, Mann. Erstmal so ein wildes Rapsöl uns reinpfeifen. Wow! Okay. Magst du wieder runterkommen? Oh, das ist gerade ganz ungeil. Oh, das war jetzt gerade richtig heftig ungeil. Komm. Fuck. Nein! Doch! Ich habe einmal falsch reflektiert und dann richtig reflektiert. Dass man so viel Zeit hat, um sich nochmal zu rekonstruieren, ist auch interessant. Scheiße. Jetzt nochmal richtig, komm. Fuck! Da bist du jetzt wirklich voll reingelaufen. Ja, das ist wahr. Das war, bei dem Speer bin ich gerade wirklich volle Güte reingelaufen. Das ist wahr. Bei dem würde ich einfach ungern reflektieren, weil da kann ich auch wirklich wegrennen. Oh, fuck! Ich beschütze dich. Scheiße! Komm schon! Ein Hit noch! Er braucht noch einen Hit! Freunde, er braucht halt Real Rap noch einen Hit. Jawoll! Yes! That's how you do the fucking first phase of Ganon. Jetzt auf zu Phase 2. Phase 2, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ob man jetzt einen Speicherpunkt kriegt. Das war Phase 1. Wir haben Phase 1 gelegt. Das war Phase 1. Freunde, das war übrigens Phase 1. Das war Phase 1. Jetzt kommt Phase 2. Und ich hoffe, das kriegen wir irgendwie noch hin. Wir haben Phase 1 schon mal einmal geschafft. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich könnte es nochmal schaffen. Ich bin stolz. Danke sehr, Dome. Danke sehr auch, Sally. Danke alle Menschen, die da draußen gerade hypen. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, bin ich jetzt gehypt, was jetzt als nächstes kommt. Und oh mein Gott, habe ich Angst. Ohne Scheiß. Ich habe Angst. Ich würde rausgehen, Link. Ich glaube, er geht gerade in seine Son Goku Genki Dama Kamehameha Form. Hey, wir haben es geschafft. Das Reich ist gerettet. Auf nach Jerusalem. Nee. Nee. Eigentlich ganz und gar nicht. Ich glaube, das gefällt dem gar nicht so. Ich glaube, das gefällt dem auch nicht.
Also ich glaube auch, das gefällt ihm nicht. So rum. Wow, es hat echt geklappt. Erschreckend, oder? Oh. Boah, ohne Scheiß, ich zittere wie ein Verrückter. Hast du ein Pferd? Ja, das Pferd. Da, hallo. Denn das brauchen wir jetzt. Ganon. Ja, das ist Ganon. Vor Äonen geboren. Unzählige Male zerstört. Ja? Unzählige Male wiederbelebt. Aha. Die Fleischwerdung von Zorn und Hass. Das sah ehrlich gesagt in dem Walkthrough einfach aus, gegen den zu kämpfen. Sein Verlangen, wieder zurückzukehren, macht ihn rasend. Aha. Wenn es ihm gelingt, wird die Tragödie vor 100 Jahren harmlos werden. Das nicht gut. Renn auf dein Pferd. Dämonenbestie Ganon. Heilige Scheiße. Dies ist der Bogen des Lichts, der das Böse. Scheiße, ich habe gar keinen Platz für den Bogen frei. Ich vertraue ihn dir an. Scheiße! Scheiße, was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe gar keinen Platz. Wie viel deiner Kraft und deiner Erinnerungen du wieder erlangst. Ich habe keinen Platz. Fuck! Ich hoffe, er kann den irgendwie annehmen. Bruder, wir brauchen diesen Bogen. An dich und deinen Heldenmut. Muss ich mir den Bogen da vorne jetzt erst noch holen? So. Erstmal. Ach, wir haben sogar einen Platz frei dafür. Trotzdem werfe ich jetzt trotzdem meinen Bogen weg. Okay, Lichtbogen. Nein, 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 nein! Ganons Hass umgibt ihn wie ein Panzer. In diesem Zustand dringt kein Angriff zu ihm durch. Ich werde diesen Hass zurückdrängen. Meine Kraft ist sehr gering. Du musst die leuchtenden Stellen treffen. Ha. Ja, nichts einfacher als das. Link, ich wünsche dir Glück. Voll nett. Wenigstens einer, der an mich glaubt. Kann ich hier jetzt speichern? Das hätte mich jetzt auch gewundert. Hätte das funktioniert. Du musst auf die leuchtenden Stellen zielen. Renn doch nicht auf ihn zu, Bruder! Nein, nein! Mach alles, aber schmeiß mich nicht jetzt runter! Oh Gott! Oh Gott! Pferd! Okay. 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 Pferd, ich liebe dich. Hey, wir glauben alle an dich. Danke. Das ist schön und nett. Weil ihr seht, man muss Ganon, glaube ich. Boah. Man muss Ganon, glaube ich, 6-mal treffen. Das ist aber nett. Hell yeah. I did something. Nein. Kollege Link, kannst, oder eher gesagt, Kollege Pferd, kannst du mich bitte nicht die ganze Zeit runterschmeißen? Wir müssen kurz für diesen Bosskampf mal eben Freunde sein. Wer Tutti? Weil ihr seht, das hier ist jetzt ein bisschen einfacher. Ihr kriegt mir jetzt nicht so häufig auf die Fresse, wenn man sein Bestes gibt. Oh, er liebt uns. Pferd liebt uns. Ist das nicht toll? Wir müssen auf jeden Fall auf die... Oh, lol. Oh. Nice. Das war sehr gut gespielt. Das ist sehr gut. Er soll sich winden vor Schmerzen. Diese ekelhafte Kreatur Gottes. Wir kriegen das hin, Freunde. Freunde, ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich gerade. Ohne Scheiß. In meinem Blut fließt 100% Adrenalin. Ich glaube, das ist nicht gesund. Das ist alles andere als gesund. Zelda, magst du nochmal eben kurz die... An seinem Schwanneck? Warum da denn? Nicht ganz Schwanneck, eher sein Bauch. Nur noch ein bisschen. Dann haben wir ihn. Okay. Weil soweit ich weiß, müssen wir gleich sein Auge treffen. Link, sieh nur. Sieh dir Ganons Kopf an. Ja. Sieht schön hässlich aus.
Komm schon. Das hätte epischer werden können. Das hätte durchaus epischer werden können. Der Retter aus Hylia, der alles beendet hat. Dicken Hype bitte im Chat. Das war's. Zelda, Breath of the Wild. That's it. Tschüss. Wird das jetzt eine Unwetterwolke? Pretty nice. Gone on dead. Der ist tot. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir ja nichts mehr zu tun. Oh, Zelda. Ich habe alles miterlebt. Von Anfang an. Ich auch. War anstrengend. Dein Leiden. Dein Kampf. Trägt er jetzt immer die Rüstung, die wir tragen? Das ist ja cool. Und deshalb hatte ich Vertrauen. Ich war mir ganz sicher, du würdest die Verheerung Ganon zurückschlagen. Link, Held von Hyrule. Vielen Dank für alles. Erinnerst du dich? Wir haben alle Erinnerungen. Weißt du noch, wer ich bin? Ja. Bekommen wir jetzt ein True Ending? The Legend of Zelda. Breath of the Wild. You're my favorite customer. Oh, Nightcallof! Danke sehr für dein Resub. Viel Spaß und schön, dass du weiterhin hier bist. Viel Spaß mit deinem Kaugummi-Gehirn und den 6 Emotes, die du ja hast. Super cool, dass du weiter mit dabei bist. Danke, Mann. Freunde, ich würde sagen, jetzt sammeln wir die 900 Crocs, ne? Ohne Lösungsbuch. Das würde ich... Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht tun. Das will ich nicht tun. Dicken Hype für Nightcallof bitte in den Chat. Freunde! Das war The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte am Anfang, oder mittendrin, sagen wir es so, ein bisschen Bedenken. Gerade als das mit dem Spielstand passiert ist, dass ich den gelöscht habe, hatte ich große Bedenken,
weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein Mensch, der viele Sachen oft nicht durchzieht und durchhält. Hatte ich große Bedenken, dass ich das Spiel jemals durchspielen werde, aber wir haben es heute gemacht. Richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall den Hauptteil von Zelda erledigt. Wir werden natürlich noch weitermachen. Es gibt noch viele Schreine zu erkunden, es gibt noch viele Prüfungen zu machen. Es gibt noch so viele Sachen zu sehen in diesem Spiel. Und gerade auch ein Shoutout an dich, Zubala, da draußen, denn du bist sehr oft im Chat unterwegs und in den Kommentaren, was mich sehr freut. Ein dickes Hallo auch an dich da draußen, dass wir natürlich weiterspielen werden. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt natürlich täglich, gerade auf YouTube, hier weiterspielen werden. Ich werde es oft im Stream spielen, wie ich es jetzt ja gerade auch tue hier bei Twitch. Werde es oft bei Twitch hochladen, sodass ihr, bei YouTube hochladen, aber bei Twitch streamen und das dann klein happig auf YouTube hochladen. Als nächste große Projekte steht auf jeden Fall ab Dienstag, ab dem 25.04. Outlast 2 an. Deswegen war es mir jetzt auch besonders wichtig, dass wir ein rundes Ende finden für Zelda, bevor wir jetzt mit einem neuen großen Projekt anfangen. Weil ich möchte ungern auf meinem Kanal, dass so viele Projekte anfangen, die ich dann alle nicht zu Ende bringen kann. Deswegen war es mir besonders wichtig, dass ich gerade für Zelda jetzt ein gefeiertes, glorreiches, schönes Ende finde. Und das fand ich jetzt recht schön. Ich finde, das haben wir ganz schön hiermit erreicht. Wir werden auf jeden Fall weiterspielen, wie gesagt. Ich freue mich auch sehr darauf, das weiterzuspielen. Vielleicht werde ich mir, es ist ja schon geplant, dass ich mir mit Diana irgendwann eine Switch hole zusammen. Vielleicht werde ich dann Zelda da selber nochmal privat weiterspielen, sodass wir irgendwann den Spielstand auf YouTube synchronisieren mit dem auf der Switch bei mir. Also, dass wir irgendwann mit der Switch-Version so ein bisschen weiterspielen und ich vielleicht dadurch euch ein bisschen sagen kann, was auf der Switch besser ist oder auf der Wii U besser ist oder schlechter ist oder bumsvollerer. Da kann ich euch auf jeden Fall dann auch einen kleinen Einblick geben. Aber das war erstmal mein Let's Play to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zu dem Hauptspiel. Jetzt kommt quasi noch das Zusatzpaket mit den ganzen Quests und den ganzen Sachen, die man noch entdecken kann. Und, ja. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier noch erwartet. Find's sehr schön, dass wir hier jetzt erstmal ein Ende gefunden haben. Und jetzt die ganzen anderen Sachen immer peu à peu mal machen können, wenn wir denn Lust haben. Das finde ich schön. Wirst du das DLC spielen? Wahrscheinlich, ja. Ist geplant. Das ist schon schön. Das ist sehr, sehr schön. Keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie auch total, total schön, einfach jetzt nochmal ein Zelda abgeschlossen zu haben. Ich habe damals auf YouTube vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren. Heftig. Vor 7 Jahren habe ich mit YouTube angefangen, mit The Legend of Zelda Minish Cap. Und jetzt nach 7 Jahren habe ich quasi mit noch einem anderen Zelda noch ein Zelda beendet. Was ich sehr, sehr schön finde. Breath of the Wild. Ist sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich habe sowieso mal gedacht, das werde ich vielleicht aber dann mal in einem Rutsch aufnehmen, wenn ich irgendwann mal die Zeit und die Lust dazu habe. Ich wollte unbedingt mal Zelda A Link to the Past spielen. Ich habe es auch schon öfter mal auf YouTube angefangen, aber irgendwie nie wirklich zu Ende gespielt. Super schönes Spiel. Aber habe ich es irgendwie nie wirklich die Zeit und die Lust dazu gehabt. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch irgendwann bald nochmal durchspielen. Der Zelda-Hype hat mich jetzt auf jeden Fall allein durch dieses Zelda hier nochmal richtig gepackt. Was sehr, sehr schön ist. Ach Gott, ist das schön. Weißt du, was ich gerade umso schöner finde? Ich fuchtel gerade mit meiner Zunge die ganze Zeit in meinem Mund rum. Ihr kennt ja Weisheitszahn-OPs, ne? Da bekommt man in die Wunde so eine Tamponade gelegt, ne? Ich glaube, die löst sich gerade bei mir. Nur nochmal so kurz am Ende, was ich hier alles hier eingesetzt habe, damit wir diesen Boss besiegen. Mein Mund blutet gleich wahrscheinlich wie Scheiße. Das habe ich alles für euch getan. Alles für euch. A Link to the Past, so ein nicestes Game, das beste 2D-Game. Wie gesagt, allein deswegen möchte ich es unbedingt mal spielen. Schmeckt es. Bombe, wirklich. Ist, oh, mh. Schmerzen sind gerade auch so auf so einem Level. Oh, mh, oi, oi. Freunde. Oh, ist toll.
Ich fand übrigens auch den Kommentar schön. Jetzt sieht man in den Credits nochmal einmal die ganzen toten Freunde, die man hat. Nett, die nochmal zu sehen. Danke, Nintendo. Ich weiß, die sind alle tot. Danke. Nicht weinen, Patt. Das Ding ist, man denkt immer, die Credits sind vorbei, weil da so eine große Lücke zwischen ist, aber nein. Die Credits sind noch nicht vorbei. Die Credits sind auf gar keinen Fall vorbei. Ich fand die Tamponade so widerlich. Ja, die ist auch echt widerlich. Die ist, ich merke die jetzt gerade zum ersten Mal und das ist, gibt Schöneres. Bundesbahn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ein sehr schöner Name. Machst du mal einen Kochstream? Auf jeden Fall. Der kommt aber erst, wenn ich mit Diana in der neuen Wohnung bin, also frühestens nächsten Monat irgendwann. So, aber das sieht jetzt gerade da doch schon sehr nach Ende aus, der ganzen Geschichte hier. Übrigens, da könnt ihr mich jetzt gerne mal einmal kurz im Chat spoilern. Ich habe auf YouTube den Begriff True Ending gefunden zu Zelda Breath of the Wild. Gibt es ein True Ending? Also irgendwas weiteres, was passiert? Habe ich das vielleicht sogar schon ausgelöst? Dass ich, weil ich alle Erinnerungen hatte, gibt es da noch mehr? Hätte man vorher alle Schreine finden müssen oder so? Weil ich habe nur den Begriff gelesen und ich wusste nicht, was man dafür machen muss. Gibt es. Was muss man dafür tun? Glückwunsch zur Beendigung von Breath of the Wild. Danke sehr. Kommt gleich. Ich wusste natürlich, dass das gleich kommt. Ich wollte dich nur testen. Man braucht, glaube ich, alle Schreine, Titan und so weiter. Ey, das ist blöd. Die habe ich nicht alle. Wenn man allerdings nur alle Erinnerungen braucht, alle Erinnerungen sammeln. Hey! Dann, passiert jetzt eventuell noch etwas. Das sieht danach aus. Ja, hast du, wegen den Erinnerungen. Yes. Cool. Es hat sich gelohnt. Oh, der König. Und die ganzen Leute. Ich mit meiner coolen Kappe. Ende. Schön. Heute geht es weiter zum Dorf der Soras. Baruta bewegt sich nicht mehr. Ich muss herausfinden, warum. Der Pegel des Stausees macht mir auch Sorgen. Und abgesehen davon wollte Mifas Vater uns sehen. Wir sollten noch einmal mit ihm über seine Tochter sprechen. Die Verheerung haben wir zwar abgewendet, aber es gibt noch so viel zu tun. Und einige traurige Erinnerungen werden bestehen bleiben. Eines steht fest. Die Einwohner dieses Reiches sind stark. Sie können ein Hyrule aufbauen, das schöner ist als jemals zuvor. Und deshalb muss ich tun, was ich kann. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Komm, lass uns gehen. Ich höre die Stimme des Schwertes nicht mehr. Meine Kraft. Vielleicht ist sie durch die 100-jährige Versiegelung verkümmert.
Aber was soll's? Ich brauche sie nicht mehr. Damn! Großartig. Großartig. Oh, wie schön. Das war ein sehr, 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 sehr schöner finaler Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich hoffe, euch da draußen hat es sehr gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei den nächsten Projekten rein, die jetzt gerade noch alle anlaufen. Zum Beispiel Yooka-Laylee kann ich euch gerade empfehlen, wenn ihr so Jump'n'Run-Spiele mögt. Das wär's für The Legend of Zelda. Bis dann. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Zusatzspiele spielen, aber das jetzt in der Zukunft. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprrr.